Mr. President, the Holy See remains firm and determined. Der Heilige Stuhl ist fest entschlossen, zur erfolgreichen Bewältigung dieser humanitären Aufgabe beizutragen, sicherzustellen, dass Streumunition zukünftig nie wieder menschliches Leid verursacht. Das sind wir den zu vielen Opfern der Vergangenheit schuldig und um weiteren vorzubeugen. Der Heilige Stuhl spielte eine führende Rolle im gesamten Oslo-Prozess, der letztlich zu diesem Abkommen gegen Streumunition geführt hat. Besonders, weil er seine moralische Autorität mit einbringen will, nämlich die Ablehnung des Gebrauchs unkontrollierbar handelnder Waffensysteme und jeder Form des Leidens, das die Menschen, besonders Zivilisten, im Kriegsfall trifft. Es ist also genau die humanitäre Brille, durch die der Heilige Stuhl ernste Probleme dieser Art betrachtet. Das spiegelt auch die traditionelle Haltung der katholischen Kirche in Sachen Kriegsführung wider. Streubomben, die in der Luft abgeworfen werden, streuen Hunderte von Sprengkörpern über einem Gebiet aus, das etwa der Größe eines Fußballfeldes entspricht. Weil sie beim Aufprall oft nicht explodieren, stellen sie für Zivilisten nicht nur beim Angriff, sondern auch danach noch eine große Gefahr dar. Das Abkommen ist ein internationales Instrument, das von Streumunition verursachtem menschlichem Leid ein Ende setzen möchte. Wir wollten wissen, ob seit seiner Inkraftsetzung vor 7 Jahren Fortschritte gemacht wurden. Ja, sicher, ich denke, das Abkommen gegen Streumunition ist ein gutes Beispiel dafür, wie solche Verträge es erleichtern, voranzukommen. Immer mehr Länder bestätigen die Vernichtung von Hunderten von Millionen explosiven Sprengkörpern. Das ist ein direktes Ergebnis der Mitgliedschaft bei diesem Abkommen. Wir haben tausende Kilometer Land entschärfen lassen und es wurden Pläne entwickelt, andere Gebiete zu säubern. Auch das ist ein direktes Ergebnis dieses Vertrags. Und natürlich gewährt man auch der Unterstützung der Opfer mehr Aufmerksamkeit und Mittel. Ich finde, das sind ganz konkrete Beispiele von Zielen, die durch diesen Vertrag erreicht wurden. Insgesamt haben bis zum August dieses Jahres 119 Länder unterschrieben oder zugestimmt. Der Heilige Stuhl nimmt an allen internationalen Aktionen teil, die die Anwendung gewaltsamer Mittel reduzieren wollen. Besonders im Bereich der Streumunition sind wir aktiv, weil sie massives menschliches Leid verursachen und nicht steuerbar sind. Das wesentliche Ziel des Abkommens gegen Streumunition ist ein Verbot ihrer Nutzung, Produktion, Lagerung und Weitergabe. Die Universalisierung des Abkommens ist eines der Ziele. Unter der Universalisierung verstehen wir das Ziel, die Mehrzahl der Länder, wenn nicht sogar alle Länder der Welt, dazu zu bringen, dieses Abkommen zu unterzeichnen und umzusetzen. Je mehr Länder Abkommen dieser Art beitreten, desto mehr wird es allgemeines Gesetz, allgemeines humanitäres Gesetz, keine Streumunition im Kriegsfall einzusetzen. Die Tagung bestätigte, dass 28 Mitgliedstaaten die Zerstörung von fast 1,4 Millionen eingelagerter Streubomben mit 175 Millionen Sprengkörpern abgeschlossen haben. Das bedeutet im Zuge des Vertrags die Entsorgung von 97% aller Streubomben und 98% aller entsprechenden Sprengkörper weltweit.